Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in der Gemeinde Walpertskirchen im Landkreis Erding. Heute hat die Gemeinde rund 2200 Einwohner. Mit dem Zug vom Hauptbahnhof Richtung Mühldorf sind sie in einer Dreiviertelstunde am Bahnhof Walpertskirchen. Wir waren mit dem Tannenhüter Heinrich Knörr im Wald, mit dem Streetart-Künstler Mr. Woodland an seinen Kunstwerken und mit Kutschenliebhaber Konrad Reicheneder bei seinen Pferden. Und in Walpertskirchen gibt es auch noch ein ganz besonderes Kulturhighlight. In einem vor über 25 Jahren ausgebauten Schweinestall finden seitdem unterschiedlichste Konzerte über Jazz bis Klassik, Lesungen oder Kabarett statt. Bekannt unter dem Namen Knirsch Vogelhaus hat das Ehepaar Froni Vogel und Dieter Knirsch 2010 sogar schon den Kulturpreis des Landkreises Erding erhalten. Und wir haben sie jetzt in dieser eher stillen Corona-Zeit besucht. Aber Musik kann die Familie zum Glück auch alleine machen. Also wir sind jetzt hier im Knirsch-Vogelhaus. Erzählt mir mal, wie ist es dazu gekommen, dass das hier so ein Kulturhaus geworden ist? Wer fängt an? Dann fange ich an. Ja. Eigentlich geht es aus meiner Sicht so ganz lang schon zurück. Ich habe als Jugendlicher sehr viele Architekturzeichnungen gemacht. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Architekt wäre. Und da hatten sehr viele Häuser eben so angebaut oder mit integriert, so einen großen Raum, so fast wie ein Saal, wo man Konzerte oder auch mal so andere Aufführungen machen konnten. Und das ist eben toll dann, dass sowas tatsächlich dann, es war schon mal so eine Art Lebenstraum, und dass es hier dann auch Wirklichkeit werden konnte. Also habt ihr dann irgendwann, habt ihr das hier wahrscheinlich umgebaut, oder? Und das war früher mal ein Schweinestall, und Heulager. Und dann eines Tages, früh war das mal, dann sagt die Foni, ja, wir bauen ein Turmhaus. Ein Turmhaus hast du das genannt, ja? Wir haben halt überlegt, bleiben wir da oder was machen wir überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich könnten wir beim Stall das rausschneiden und könnten halt rein, die Lücke schließen, ja, und das reinbauen. Mhm. Und dann haben wir uns halt das so überlegt. Und als wir dann geheiratet haben, hat eben mein Vater schon gesagt, die bauen mal das Haus um den Flügel rum in der Brautrede. Mhm. Genau. Mhm. Also ja, eben, weil du bist ja Musiker. Ja. Also für dich war es ja sozusagen klar, dass eben als Musiker, dass man daheim auch gerne mal ein Konzert gibt. Ja, schon, und dass man eben so mit Leuten, die man mag und so, das muss dann gar nicht so groß öffentlich sein. Und das ist eben, es hat sich dann so ergeben, dass sich viele Freundschaften dadurch auch ergeben haben. Und das war eigentlich das auch so, wie ich es mir mal früher vorgestellt hatte. Also waren es eigentlich erstmal so kleine Hauskonzerte für euch wahrscheinlich, oder? Und dann hat sich's dann immer weiterentwickelt? Na, wir haben eigentlich gleich angefangen, also mit Kulturpreisträgern aus dem Landkreis. Mhm. Das war der, leider jetzt schon gestorben ist, der Erich Heuschneider aus Walpertskirchen, der Bildhauer. Und der Johannes Wollrath, auch ein Maler aus Langenpreising, der leider auch nicht mehr da ist. Aber mit denen haben wir angefangen mit einer Bilderausstellung. Dann hat das Salonorchester von der Kreismusikschule hier gespielt. Das war eigentlich so ein ziemlich fulminanter Auftakt. Und das Tolle war eben, dass die alle einfach mitgemacht haben. Also das hat sich eigentlich von alleine ein bisschen ergeben dann auch, oder? Ja, es hat sich dann einfach, es war dann wie so eine Drehscheibe, dass man dann auch immer wieder mit Leuten zusammenkommt. Und
Und dann eben sagt, wie geht's weiter? Und wann war das jetzt, wo du gerade erzählt hast, mit dem Heuschneider und so? Das war der Auftakt, also 98. Also in 2 Jahren haben wir 25-Jähriges und wenn Corona es zulässt, dann wollen wir das natürlich schon wieder mit einem Programm feiern. Ja, weil also jetzt gerade sozusagen Faschingszeit hattet ihr ja immer dann eure Hauptkonzertreihe, oder? Ist das richtig? Also diese Faschingsrevuen, die haben sich eben aus was anderem ergeben. Es gab im Buch ein Buchreim, da gab es das schon, aber eben nicht mit eigenen Texten, aber die haben ganz lustige Lieder sich immer ausgedacht. Es waren 2 Sängerinnen und es war ein Pianist. Und der Pianist, der Werner Rottler, das war auch früher mal der Lehrer vom Dieter, der hat ihn ans Konservatorium gebracht. Das war eben ganz lustig, dass wir da zusammengefunden haben. Und eine Sängerin war eben die Frau von Werner, das war die Ingrid Rottler, und die Bärbel Meierhofer war die weitere Sängerin. Und wir waren dann so im Team und dann haben die immer gesagt, die haben sich immer umgezogen und haben dann ihre Lieder gesungen und haben gesagt, eigentlich bräuchte man nur jemanden, der uns Raum verschafft. Und dann der die Lücken füllt. Ja, dass eben das Umziehen funktioniert. Aha. Und dann bin ich dazu gekommen mit der Moderation und der Dieter war eben dann der zweite Pianist. Und so ist es eigentlich erstmal als Idee geboren worden. Ja. Und wir hatten dann eben das auch verlagert vom Gemeindesaal in Buch am Buch rein ins Knirschvogelhaus. Aha. Und haben das Fasching ganz oft in diesem Team gemacht und haben dann immer mehr, es sind dann eigene Texte dazu gekommen, eigene Musik. Wir haben geschrieben hin und her. Und als dann der Werner leider gestorben ist, haben wir gemerkt, wir müssen das umstellen. Der hat so eine Lücke hinterlassen und dann haben wir gesagt, Fasching weiterzumachen, als ob nichts wäre, das geht nicht. Wir haben dann einmal erstes ein bisschen anders gemacht und haben wirklich auch dieser Trauer auch Raum gegeben und haben dann angefangen, eben die anders weiterzuführen, mit noch mehr Musik, ja, vielleicht auch nochmal andere Stilvielfalt, immer mehr Jazz ist dazugekommen und eben ein ganz wichtiger auch im Bunde, das ist der Stefan Glaubitz als Bassist, weil ohne Bass geht nichts. Und der ist eben nicht nur ein Freund des Hauses, sondern er ist eben auch eigentlich immer dabei bei diesen Faschingsgeschichten. Und mit diesen Eindrücken machen wir erstmal eine kurze Unterbrechung. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in Walpertskirchen und sind begeistert von dem ganz besonderen Knirschvogelhaus. Seit bald 25 Jahren organisieren Dieter und Froni gemeinsam Konzerte in ihrem ausgebauten Bauernhof. Aber wie läuft es dann bei euch ab? Das heißt, ihr öffnet einfach hier euer Wohnzimmer, stellt ganz viele Stühle rein und spricht sich rum. Oder die Leute, wie viele kommen denn da zu euch? Anfangs waren die schriftlich, die Einladungen. Also mit der Post schön, mit so. Oder? Mit der Post und so, das, so handgestaltet die Einladung. Und meine, das waren dann schon 200 Briefe. Ja. Und nachdem sie ja dann es immer mehr durchgesetzt hat, dass man so Einladungen per E-Mail verschickt. Irgendwann haben wir es dann auch gemacht. Also ich habe immer noch so einen Stamm, den schreibe ich gerne. Und wir haben auch gern so das schriftlich. Aber das wäre ein Riesenaufwand, wenn wir das jetzt alles noch von Hand machen würden. Weil wie viele Gäste habt ihr dann pro Abend hier drinnen bei einem Konzert? Also man muss sich das so vorstellen, es öffnet sich ja dann als, sage ich mal, als öffentlicher Kunstraum irgendwie, aber es bleibt ja auch ein privates Haus. Ja. Und deswegen war uns immer wichtig, dass wir wissen, wer kommt. Ja. Und eigentlich läuft es halt so, dass man sich anmeldet. Also das, sagen wir,
das Konzertbüro bin dann praktisch ich. Und es läuft halt ganz viel über Computer und wir mailen halt hin und her und wir vergeben die Plätze. Also zwar die Plätze, es gibt keinen ersten, zweiten, dritten Platz, sondern man setzt sich dahin, wo frei ist. Die Leute wissen das aber schon. Und müssen die eine Eintrittskarte kaufen? Nein, weil wir verlangen ja keinen Eintritt. Ihr verlangt keinen Eintritt? Nein, wir haben ein Kunstschwein, das eigentlich immer gefräßig ist natürlich. Und das haben wir aber vor allen Dingen deshalb, weil die Leute, die auftreten, sind einfach Leute, die leben auch von der Kunst. Und wir möchten einfach immer ein bisschen was weitergeben. Ja. Ihr lasst also das Schwein dann rum, oder das steht irgendwo, das weiß dann nicht. Das steht am Eingang und grunzt ein bisschen grimmig. Das steht einfach da. Und die Leute wissen das, also es hat sich so eingespielt über die Jahre. Also jetzt machen wir es ja schon eben... Fast 25 Jahre. Und wie viele Konzerte pro Jahr waren es dann immer so im Durchschnitt? Ja, wir haben jetzt, also insgesamt haben wir so vielleicht 130 Konzerte jetzt im Ganzen. Also wir haben so 5-6 Konzerte im Schnitt, aber das kann man nicht so sagen, weil manchmal ist mehr, manchmal weniger. Wenn man aber kommt ungefähr so, ja, wie du sagst. So und habt ihr schon in Planung irgendeins, wo ihr hofft, dass ihr dann vielleicht wieder anfangen könnt? Ja, ja schon. Ist aber noch ein Geheimnis, oder nein, wie? Man kann ja momentan schwer sagen, wie es weitergeht. Und wir brauchen dann ja ein Hygienekonzept und wollen ja, dass die Leute einfach bei uns sicher sind. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wir haben ja auch einen Pferdestall, der gleich nebenan ist. Und wir haben den Innenhof und dann haben wir uns gedacht, vielleicht im Sommer, wenn es die Pandemie zulässt, dass man es vielleicht einfach draußen machen kann. Dass man draußen was macht und dass man halt dann auch das mit den Bestuhlungen so macht, dass eben genügend Platz ist. Ja. Da müssen wir halt schauen, ob es möglich ist. Ja. Aber schön wäre es schon, weil wir sind schon ein bisschen traurig, weil jetzt in der Faschingszeit wäre eigentlich, waren wir jetzt schon wirklich im Hype. Wir haben ja jetzt kurz vor den Aufführungen. Und habt ihr dann auch manchmal so unbekannte Nachwuchsbands bei euch? Ja, sehr gerne. Und eben wir freuen uns, dass einerseits wir älter werden, unser Stammpublikum auch, und dass da so viel von jungen Leuten nachkommt. Und eben, ich bin ja Musiklehrer, es haben auch oft schon Schüler von mir gespielt, auch abwechselnd mit Lesungen von deinen Eltern. Das war für die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen. Da waren gerade immer besonders viele junge Leute auch dabei. Und dann waren es ja fast schon 3 Generationen dann, die auf der Bühne standen bei euch, oder? Hatten wir öfters mal. Schön. Und irgendwie ist auch für uns total schön, dass unser Sohn, der Quirin, der wird jetzt dann 21, dass der auch eben das Klavier sehr liebt und eben in die musikalische Richtung gegangen ist und selber improvisiert, komponiert, Musikwissenschaft studiert, also es ist die Affinität irgendwie weitergegangen und eben auch weitergegangen in der Generation. Bei der Nachbarschaftshilfe, da war es uns eben wichtig, da kommen ja auch ältere Leute, die Hilfe brauchen und dass wir gesagt haben, da möchten wir einfach generationsübergreifend was machen. Und wir freuen uns auch sehr, dass die Kathi, die super Klarinette spielt, dass die eben bei uns auch im Haus sehr gerne da ist, weil sie die Freundin von Quirin ist und weil die eben auch zusammen ganz toll Musik machen. Und es gibt auch eine junge Jazzband, wo die beiden mit dabei sind und die hatten alle hier schon Auftritte. Sehr schön. Und das ist für uns auch schön, weil es irgendwie weitergeht. Ja, wir werden ja auch nicht jünger. Ja. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen. Genießen Sie noch mit uns diese schönen Klänge aus dem Knirschvogelhaus in Walpertskirchen. Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de